Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mikrokosmos Box von den 257ers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mikrokosmos von den 257ers, beziehungsweise es sind ja nicht ganz die 257ers, da ja Keule fehlt. Also es sind Mike und Schniesen von den 257ers, die dieses Album ohne Keule gemacht haben. Ich glaube, Keule ist privat oder familiär etwas mehr eingespannt und hat daher bei diesem Album nicht teilgenommen. Das Ganze hat so eine Lunchbox-Brotbox-Optik, ist in Gelb gehalten und hier sehen wir schwarze Schrift bzw. Bananen und Ananas in Schwarz und hier das Logo, der Schriftzug 257ers bzw. 257. Ansonsten ist die Box komplett gelb, also ohne Verzierungen oder irgendwas an den Seiten. Und auf der Rückseite lesen wir noch den Inhalt. Doppel-CD, Album plus Instrumentals, Exklusiv-EP, T-Shirt in Größe L, Poster, Sticker und ein Freundschaftsbuch. Okay, das ist natürlich hier aufgeklebt. Das heißt, wir können das Ganze dann runternehmen und diese Lunchbox sogar verwenden. Also Essen oder Pausenbrot, egal was, hineinzugeben. Okay, das Ganze hat hier einen Verschluss. Dann schauen wir mal. Wir haben hier einen Sticker, zwei Sticker, ein T-Shirt, die Bonus-EP, das Album an sich, ein Poster und das Freundschaftsbuch bzw. Mutantenbuch. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album. Das sieht so aus. Also wir haben hier einen riesigen Affenkopf zur Hälfte unter der Erde, der hier aufgestützt ist, auf der eigenen Hand. Und hier oben haben wir eine riesen Glaskuppel mit einer Banane drin, die da drin schwebt. Und hier schaulustige bzw. neugierige Menschen und auch Astronauten, die sich das Ganze hier ansehen. Ja, sehr originelles Cover. Und hier sehen wir noch 257ers Mikrokosmos. Hier hinten haben wir die Tracklist. Wir haben 15 Tracks. Und wir haben genau ein einziges Feature, nämlich Horntier. Auch wenn ich nicht weiß, wer das ist. Aber es ist das einzige Feature. Executive Producer Alexis Troy. Den kennt der ein oder andere wahrscheinlich noch von den letzten Kollega Releases. Hier unten haben wir noch die Credits. Und das sieht aus wie ein Satellit bzw. eine kleine Raumsphäre. Ja, und das sieht aus wie eine Raumfähre. Kleiner Satellit, was auch immer. Okay. Gut. Zuallererst werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Schauen wir mal, was wir da finden. Mikroko. Okay, ist abgeschnitten. Mikroko. Dann haben wir hier die Infos zu den Produzenten und zu den Texten, Mastering etc. 257ers. Ja, Holz, ein Holzblock bzw. eine Holzhütte, ein Holzherz, eine Danksagung bzw. eine Dreier-Danksagung. Also einmal bedanken sich die 257ers, dann bedankt sich Alexis Troy und dann bedankt sich auch noch Selfmade Records. Sehr unüblich. Okay, hier haben wir interessante Bilder, Anzüge mit Händen und roten Scharfen. Holland, meine Stadt. Hier wieder dieser Affenkopf. Press Start. Das sieht so ein bisschen nach
Mario Land aus. Hier mit diesen Röhren, der ein oder andere wird es noch kennen. Und hier ein Astronaut mit einem Ananaskopf. Und hier unten ein menschlicher Kopf. Spannend. Und hier sehr dezent die US-Flagge überklebt mit einer Deutschlandfahne. Ah, okay. Also, wie gesagt, wir haben hier am Anfang Mikroko und hier wieder Kosmos. Also hier wird das Ganze dann fortgesetzt. Und hier hinten haben wir nochmal die Credits. Alles klar. Booklet zurück in das Cover. Dann haben wir die CD an sich. Hier reingezoomt nochmal das Motiv des Covers. Mit dieser Banane in der Glaskuppel. Und dann haben wir. Ich mache natürlich von der falschen Seite auf. CD2 in Orange, das sind die Instrumentals mit zwei Ananassen drauf. Und hier nochmal das Cover auf der Rückseite. Okay, dann kommen wir zur Bonus-EP. Der Abfall fällt nicht weit vom Stamm. Kennt vielleicht das Sprichwort, der Abfall fällt nicht weit vom Stamm. In diesem Fall ist es der Abfall. Das Ganze wurde produziert von Woddy von den 257ers. Und hier haben wir 7 Tracks. Und da haben wir 4 Features, beziehungsweise 5 Features. Und zwar haben wir Karate Andy, Pedas, Donetasi, Lucifer und Cengiz. Also sind mal ein Begriff, bis auf Donetasi, dann T. Tasi, Tasi, keine Ahnung, noch nie gehört. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hier noch die Credits. Jetzt war ich noch etwas verwirrt, weil das Auge hier unten von Delicious Film mich etwas an Optic Records erinnert hat. Deswegen musste ich kurz mal schauen, was da los ist. CD sieht folgendermaßen aus. Auch wieder ein Baum mit der Schrift, der Abfall fällt nicht weit vom Stamm. Alles klar. Gut, dann haben wir zwei Sticker. Diese sind quadratisch und recht groß. Also wenn man zum Beispiel die EP hier hernimmt, das hat knapp die Größe einer EP bzw. einer CD-Hülle. Wieder das Cover. Und dann haben wir noch einen zweiten Sticker mit dem Affenkopf. Ack, ist jetzt zu lesen. Ack, ack. Das Mutantenbuch finde ich sehr spannend, hat es meines Wissens überhaupt noch nie gegeben. Also vielleicht kennt ihr das noch aus eurer Kindheit, aus der Volksschulzeit. Hier kann man reinschreiben, wem das Buch gehört. Und hier haben wir dann Steckbriefe, in dem Fall von Schniesen. Dann natürlich von Mike. Und ah, okay. Keule hat natürlich nicht hineingeschrieben, dafür haben wir hier Woddy. Und falls ihr euch erinnert, wie das früher war, also es gab ja diese Freundschaftsbücher, da konnte man eben reinschreiben, wer man ist. Und dann gab es eben so Fragen wie, was weiß ich, was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm, deine Lieblingsmusik etc. Und hier ist das Ganze natürlich etwas abgewandelt auf Mutantenlevel. Also hier steht dann zum Beispiel Lieblingspunchline, Lieblingsholz, Lieblingsdroge, Lieblingscaprisonne, Lieblingspferderasse und derlei wichtige Infos. Und ihr habt ihr dann natürlich einige Seiten frei, um eure Mutantenfreunde darin zu verewigen. Ja, gefällt mir, ist eine nette Idee. Dann haben wir das Poster. Dieses sieht folgendermaßen aus. Ein schlichtes quadratisches Poster. Und hier haben wir noch einmal das Cover des Albums. Diesen Affenkopf vergraben in der Wiese, unter der Erde. Einseitig, quadratisch. Okay. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box dieses T-Shirt in einer sehr ungewöhnlichen Farbe, hellblau. Habe ich noch nie in einer Box gesehen.
Also schwarz-weiß, grau-rot, alles schon untergekommen. War hellblau meines Wissens noch nicht. Ja, und hier haben wir nochmal das Cover allerdings. Hier auf dem Cover ist dieses Stachelhalsband nicht drauf. Also das wurde hier noch extra eingefügt. So sieht das Ganze aus. Und wir haben es hier zu tun mit einem Gildan Softstyle Größe L made in Bangladesch. Und das Ganze dürfte wohl Baumwolle sein. Jawohl, 100% Baumwolle. Okay, wir schauen uns das Ganze gleich mal an, damit ihr seht, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dieses hellblau bzw. babyblaue T-Shirt und hier das Cover dieses Affenkopfes mit der Banane in der Glaskuppel und hier unten das Stachelhalsband. Etwas gewöhnungsbedürftiges Motiv, also ich würde damit jetzt nicht draußen herumlaufen, aber es gibt sicher den einen oder anderen, der das feiert und der so etwas gerne trägt. Und wie immer fassen wir zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt, das Album Mikrokosmos an sich, inklusive der Instrumentals, diese beiden quadratischen Sticker, das Poster, das Mutantenbuch und die Bonus-EP, der Abfall fällt nicht weit vom Stamm. Das alles in dieser wunderbaren Box. Mikrokosmos von den 257ers. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.